Herzlich willkommen, ihr lieben Dudes und Dudinen, hier zu einer neuen Folge vom FIFA 17 The Journey Modus. Und diesmal mit einer speziellen Folge. Und zwar nicht mit dem regulären Story Modus, so wie weit wir gekommen sind bis Folge 7, sondern mit etwas Speziellem. Ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir in diesem Sichtungstag, was auch immer, nicht so gut spielen. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon ausprobiert. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich habe es mir einfach ausprobiert und wollte euch das mal einfach zeigen. Und wenn es euch gefällt, gerne das natürlich wie üblich ein Däumchen nach oben da. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just there. Na, dann wollen wir mal den Trainer beeindrucken. Wuhu! 1:0. Zack, die Bude. Wunderbar. Das erste Tor hier für uns. Ja, ich meine, also Tore zählen doch hier, oder was? Zack, 2:0. wenn wir so den Trainer nicht beeindrucken, dann weiß ich nicht, was den Trainer noch beeindrucken soll. 1,3. Beste Schulnote, ne? Also ich habe versucht, von der 6 wegzukommen. Die war ja am Anfang so schlecht. Habe mich hochgearbeitet auf eine 1,7. Das ist schon in Ordnung. Don't sweat it, Gaz. Just getting warmed up. Take it to them in the drills. But to where? This is our dream on the line, remember? Das Beste an der ganzen Sache ist aber auch, dass Gareth Walker einfach minus 86 Punkte hat. Also einfach so schlecht ist, weil ich so schlecht bin, dass er sogar noch negative Punkte hat. So, ich bin etwas aufgeregt jetzt hier am Anfang. Deswegen haue ich immer natürlich mit voller Kraft auf den Ball. Bam! Puh. Also sie sollen auf jeden Fall hier sehen, dass ich gute Schusskraft habe. Vielleicht treffe ich auch irgendwann nochmal das Ziel, aber wir hauen einfach jetzt mal ordentlich rauf. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Ein Schuss nach dem anderen, den ich da richtig hart drauf drücke. Das muss doch beeindrucken. Wenn nicht das, was sonst? Naja, wieder ein F. Und Walker immer noch bei minus 86 Punkte. Richtig stark. In some extra practice, Hunter. You'll never make the first team with accuracy like that. I am embarrassed for you. Shut it, Williams. No one asked you. Ain't no mute in the Williams, mate. Just gotta let it flow. Nächste Einheit. Irgendwelche Steilpässe. Ich kann nur steile Schüsse. Ist mir auch zu blöd, irgendwelche Leute anzupassen. Ich schieße hier selbst die Tore. Schaut doch mal, wie gut ich zielen kann. Aus jeder Position treffe ich. Bam, bam, bam. Ein Ding nach dem anderen ist drin. Das ist einfach guter Fußball, den ich hier spiele. Ich weiß gar nicht, was die anderen hier wollen. Ich schieße einfach, wie ich mag. Wunderbar. Und Walker noch immer minus 86 Punkte. Leider habe ich es nicht ganz geschafft, ihn auf die minus 86 Punkten zu lassen. Ich habe ihn einmal angepasst. Deswegen ist er jetzt im positiven Bereich. Naja, ist ja okay. Platz 30 ist er, ich nur 29. I was expecting more from you today, Hunter. You feeling all right, lad? Saving the best till last. Just make sure you're watching the 11-a-side match. Oh, I will be, Hunter. Like a hawk. Na gut, dann wollen wir mal beweisen, dass wir es drauf haben. 6,0, das können wir besser. Zack, schon mal auf die 4 runtergearbeitet. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, man sieht hier unsere Technik. Hervorragend. Zack, 1,7. Also, da kann der Trainer doch nur super begeistert sein. Verstehe ich gar nicht. Zwischenzeitlich war ich wieder zu schlecht, bin auf eine 2 runter. Jetzt die 1,2. Wunderbar. Das ist doch mal ordentlicher Fußball. So will man das sehen. Und damit ist im Prinzip die Bewertung beendet. Wir haben ganze 10.000 Punkte gesammelt. Platz 29. Unser Kollege 94 Punkte. Gar nicht schlecht. Hunter. You know, this game, lad, is a tough business. You gotta know how to deal with pressure. And out there today... You just didn't perform. I'm sorry, son. We gotta let you go. Tja, an der Stelle ist unser Hunter dann doch etwas enttäuscht. Beziehungsweise der Trainer ist halt auch sehr enttäuscht. Wir haben es nicht geschafft. Und damit ist das Spiel zu Ende. Man müsste die Sichtung neu machen oder einen vorherigen Spielstand laden. Und das fand ich eigentlich schon ganz lustig, dass man das einfach so ausprobiert. Also man kann halt nicht einfach komplett... Also man kann schon komplett versagen. Dann passiert aber halt nichts. Das nächste, was ich nochmal ausprobieren wollte,
ist eine andere Sache. Ihr seht's ja, Liverpool habe ich als Lieblingsverein am Anfang gewählt. Das ist natürlich auch der Verein, bei dem der Opa dann gespielt hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn du nicht bei Liverpool den Vertrag unterschreibst? So wie wir das ja bei uns im Hauptspiel gemacht haben, da haben wir ja vorher am Anfang gesagt, Manchester United, Lieblingsmannschaft. Da haben wir da unterzeichnet und Opa hat gesagt, oh, super, mein alter Club, ich bin so stolz auf dich. Da dachte ich mir, wenn jetzt Liverpool der Lieblingsverein ist, der Verein ist auch, wo der Opa gespielt hat, was ist denn, wenn ich dann bei Manchester United unterschreibe? Und ich muss euch sagen, an der Stelle war ich leider etwas enttäuscht. Decision made. I'll get the cogs turning my end and get the paperwork ready. You deserve this, Alex. Momentous day, Alex. Ja, ich war etwas enttäuscht, dass der nicht komplett ausgerastet ist oder so. Dass er sagt, wie kannst du es nur wagen, für diesen Verein spielen zu wollen? Nein, das ist dem Opa völlig egal. Er ist halt nur nicht super begeistert. Aber naja, ich dachte, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, die wir uns am Anfang vielleicht mal angucken konnten. Und falls ihr noch weitere Ideen habt, was ich mal ausprobieren soll, würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare reinschreibt. Und dann hoffe ich, dass es euch soweit gefallen hat, dieses Video. Ist ein kurzes, kleines Video über The Journey. Ja, und lasst gerne ein Däumchen nach oben da, gerne auch ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt in einer weiteren Folge. Spätestens zum Release geht es dann weiter mit Folge 8 von The Journey. Und da gucken wir mal, wie es ist, wenn wir ausgeliehen worden sind. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.